Auswandern ist eine Heldinnenreise, eine Heldenreise. Darum geht es hier heute an diesem Lagerfeuer. Du wirst erfahren, welche Schritte der Heldinnen- und Heldenreise zu eigen sind. Ich nenne sie jetzt hier mal der Einfachheit halber Heldenreise, weil das auch der Begriff ist, der von Joseph Campbell geprägt wurde. Und möchte aber dazu sagen, dass es natürlich auch um die Frauen geht, die ihre Heldenreise antreten. Ich möchte dich mitnehmen in die Heldenreise oder auf die Heldenreise, die ich gerade durchlebe. Und es geht eben ums Auswandern, es geht um Leben im Ausland und es geht darum, welche kleinen Dämonen dann immer mal um die Ecke kommen und manchmal ganz schön große, die sich uns in den Weg stellen. Und ich möchte dir ein bisschen erzählen, welche Schritte die Heldenreise mit uns vorhat, ganz egal, ob wir sie bewusst gehen oder nicht. Und ja, und was du tun kannst in den einzelnen Etappen der Heldenreise. Ich sitze jetzt hier so halb in der Sonne. Mal sehen, wie lange sie noch bleibt. Und ich fand das, ich habe erst gedacht, okay, ich mache meine Lampe an, aber ich fand das gar nicht schlecht, weil die Heldenreise nicht nur lichtvoll ist und wir nicht nur der Sonne folgen, sondern es wird manchmal auch ganz schön dunkel. Und wir lernen unsere tiefsten Schatten kennen, wenn wir uns darauf einlassen. Und die Heldenreise kann eine echte Heilung mit sich bringen. Sie kann enorm transformativ sein. Und ja, ich setze mich noch mal so halb in die Sonne, um das noch mal deutlich zu machen. Das ist ganz cool eigentlich, ja. Denn tatsächlich sitze ich gerade so zwischen zwei Stühlen auf meiner Heldenreise und ich nehme dich jetzt gleich mit. Herzlich willkommen am Lagerfeuer. Herzlich willkommen bei Glück über Zweifel. Mein Name ist Katrin Stahl und ich bin Coach für Menschen mit Sehnsucht. Und ich begleite Menschen online, eins zu eins und auch in Retreats online und auch bei den Pferden und bald auch an einem eigenen Heilort. Und darüber möchte ich gerne mit dir sprechen. Ja, die Heldenreise, sie geht damit los, dass wir erst einmal wissen, wer sind wir denn eigentlich? Wenn ich dich jetzt frage, wer bist du? Was beschäftigt dich? Ich tanze mal immer so ein bisschen hin und her, damit du mich überhaupt siehst, wenn jetzt gleich der Schatten kommt. Ja, wer bist du? Was bewegt dich wirklich? Wir können, also wir schlittern in Heldenreisen unbewusst rein, wenn wir uns unserer selbst nicht bewusst sind. Wenn wir uns mit dem, was uns wirklich bewegt, überhaupt nicht kennen. Dann, ja, entweder schickt uns das Leben dann eine Heldenreise oder wir gehen in irgendeine Richtung, die vielleicht nicht zu uns gehört oder ja, wir hören irgendwas in uns, aber wir werden diesem inneren Ruf nicht folgen, wenn wir nicht wissen, wer wir wirklich sind. Und der innere Ruf ist nämlich die zweite Etappe der Heldenreise und hier geht es eben darum, dass wir uns wirklich Zeit nehmen für uns, dass wir immer wieder in uns reinhören. So, was bewegt mich? Was ist mir wirklich wichtig? Ich tanze nochmal ein bisschen in der Sonne. Und dann kommen wir nämlich gleich mal dazu. Ich habe ja versprochen, so die Heldenreise an meinem Beispiel ein bisschen deutlicher zu machen. Und ich bin. Also seitdem ich Abi gemacht habe, das ist schon ein bisschen her, hatte ich den Traum, im Süden zu leben. Und vielleicht hast du das hier ab und zu schon in anderen Folgen gehört. Ich habe immer mal wieder das erwähnt. Und jetzt war der Ruf vor 6 Jahren so laut, dass ich gar nicht mehr anders konnte, als ihm nicht zu folgen. Beziehungsweise der Ruf war schon länger sehr laut und ich bin ihm nicht gefolgt und ich habe gemerkt, es ging mir immer, immer schlechter. Und das passiert nämlich, wenn wir in uns so einen inneren Ruf haben
und der so nach oben brodelt und wir packen immer wieder was obendrauf, um ihn nicht hören zu müssen. Denn natürlich ist so ein innerer Ruf nicht immer bequem und natürlich heißt es nicht, dass du ja jetzt einfach losgehst und lässt alles hinter dir und dann bist du, wie ich eben sagte, nur noch in der Sonne unterwegs. Also bei mir war es wirklich dieser Ruf nicht nur im Süden, sondern, wie ich dachte, in Südfrankreich zu leben. Und als dann vor 6 Jahren für mich so klar wurde, ich möchte es wenigstens probieren. Ich möchte nicht am Ende meines Lebens sagen, ich habe es nicht mal ausprobiert und ich wollte auch nicht, und ich habe gespürt, es geht auch überhaupt nicht mehr anders. Ich wollte nicht todunglücklich werden. Und also habe ich mir 2 Monate Auszeit genommen und bin für eine Probezeit nach Frankreich gegangen. Und diese Zeit war für mich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war einfach, es war wunderschön. Und natürlich gab es auch Dinge, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Und das ist natürlich immer so. Wir haben bestimmte Bilder im Kopf und gehen dann los und teilweise wird es dann ganz anders. Bevor wir aber losgehen, melden sich dann, und das ist die dritte Station der Heldenreise, und die spielen natürlich auch immer so ein bisschen ineinander, und das ist nicht so, ich habe jetzt diese Etappe hinter mir und dann gehe ich zur nächsten, sondern es springt immer und holt sich wieder gegenseitig ein. Ja, also auf jeden Fall, bevor wir losgehen, gibt es natürlich eine Menge Blockaden und die kommen häufig in Form von Glaubenssätzen, die kommen in Form von Dingen, die wir in der Kindheit gelernt haben, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und die kommen auch in Form ganz alter Lasten, die wir aus unserer Ahnenlinie zum Beispiel in uns tragen, ohne es zu wissen. Und wenn wir dann diese Zeit nutzen, in der wir merken, oh, ehrlich jetzt, dieser innere Ruf, ist der wirklich so wichtig? Wenn wir dann mutig genug sind, hinzuschauen und in den Schatten gehen, wenn wir uns dem stellen, wenn wir unsere Taschenlampe anmachen und gucken, so was ist denn da jetzt gerade im Untergrund? Was hält mich gerade ab? Welcher Dämon wartet da auf mich? Dann kannst du daran so sehr wachsen und dann kommt auch so eine leichte Ahnung eines Zwischenziels, eines möglichen Zwischenziels, einer Etappe, in deren Richtung du dich bewegen kannst. Und das war eben für mich diese 2 Monate Auszeit in Frankreich. Und ich erinnere mich noch, ich kam damals an, es war spät abends, ich hatte so eine lange Fahrt hinter mir und hatte das Auto vollgepackt bis oben hin, habe das ausgepackt und ich war in, ja, es war ein Ort in der Drôme, der Ort heißt Grignan, der ist gar nicht mal so unbekannt und ich war schon davon ausgegangen, dass ich da abends noch irgendwo was zu essen kriege. Und das war so die erste Erkenntnis, aha, die Supermärkte in der Gegend haben bis 18 Uhr geöffnet und aha, im Oktober haben um 20 Uhr auch keine Restaurants mehr geöffnet. Es war eine interessante Erfahrung, so zu sehen, was ist mir wirklich wichtig, was bräuchte ich eigentlich zum Leben? Und das ist ja natürlich ganz viel Bequemlichkeit und wir sind es gewohnt. Ich weiß nicht für dich, wie es dir geht, aber ich bin es schon gewohnt, wenn ich um 19:10 Uhr merke, mir fehlt noch irgendwas zum Kochen, dass ich dann noch mal schnell mich auf mein Rad setze und zum Laden fahre und das besorge. Naja, also das war so die erste Schwelle. Und das war ja nur ein Abend, aber ich war so müde und erschöpft, dass ich mir das eben anders gewünscht hätte und ich hätte mir jemanden an meiner Seite gewünscht. Und das ist nämlich auch eine Etappe in der Heldenreise, dass wir erfahren, wer sind denn, ich gehe nochmal hier rüber, so ein bisschen Sonne,
Denn diese Etappe ist wirklich voller Licht, dass wir erfahren, wer sind unsere Gefährten, wer sind die Menschen an unserer Seite und auch, welche Verbindung habe ich vielleicht zu etwas Höherem? So, was leitet mich, was führt mich dorthin, wohin mein Herz mich ruft? Und wie gesagt, war ich dort erstmal alleine und ich habe dann aber ziemlich schnell Menschen kennengelernt, die dann zu meinen Gefährten wurden. Und das brauchen wir. Wir brauchen ja auch den Austausch. Wir brauchen jemanden, der uns den Rücken stärkt. Und ich hatte auch meine Freundinnen zu Hause, die immer wieder gesagt haben: Go, Katrin, go. Ja, so diese Cheerleader, über die ich hier auch schon häufiger gesprochen habe. Und viele Menschen kommen so weit gar nicht. Viele Menschen und tatsächlich die allermeisten, die hören dort auf, wo der innere Ruf leise anfängt zu erklingen, weil es eben so wahnsinnig viel Mut braucht. Und es gibt dann wirklich, und das hatte ich vorhin kurz gesagt, vielleicht diese Situation, wo du wirklich denkst, so das ist jetzt die schwarze Nacht meiner Seele. Und wenn dieses Leiden so groß ist, dann gehen wir los. Also entweder fallen wir dann in ein ganz tiefes Loch oder wir entwickeln dann den Mut, wirklich loszugehen, weil wir sagen, das möchte ich nicht, so möchte ich mich nicht fühlen. Ich möchte dem folgen, was wirklich mich in der Tiefe berührt. Und auf dieser Reise lernen wir natürlich uns in der allertiefsten Tiefe kennen. Und diese Etappe nennt sich das Herz der Kreatur. Wir kommen unseren echten Bedürfnissen näher, wir kommen unseren Werten näher, wir lernen uns als neue Menschen kennen, wenn wir uns immer wieder die Zeit nehmen. Und das ist bei der Heldenreise so wichtig, dass wir immer wieder innehalten, dass wir nicht einfach losrennen und Etappe für Etappe vielleicht auch unbewusst abarbeiten, sondern dass wir still werden und sagen, oh wow, okay, warum geht es jetzt hier gerade nicht weiter? Welcher meiner Werte wird jetzt hier gerade verletzt? Welchen meiner Werte verletze ich gerade? Warum geht es gerade nicht weiter? Und das ist jetzt für mich gerade genau, und jetzt kommt nämlich die nächste Etappe, es ist die Zerreißprobe, in der befinde ich mich jetzt gerade. Und das passiert eben häufig, wenn wir uns unseren Werten so nahe kommen und unseren Bedürfnissen, wenn wir uns immer wieder die Zeit nehmen, da reinzuhören und uns auch bewusst, auch mit dem Kopf intelligent damit auseinandersetzen, dass wir dann in eine Zerreißprobe geraten, weil vielleicht ein Bedürfnis gegen einen Wert steht oder ein Wert neu definiert werden möchte. Und ich hatte dir auch versprochen zu verraten, auf welcher Heldenreise ich mich gerade befinde. Und ich hatte es ja schon angeteasert, nämlich auf der Heldenreise des Auswanderns aus Deutschland. Und überraschenderweise wird es wohl offensichtlich nicht Frankreich, obwohl mein Herz so sehr für Frankreich geschlagen hat, sondern es wird, wenn alles klappt. Ich hatte wirklich überlegt, ob ich eine Podcast-Folge dazu mache, weil ich gedacht habe, so, wenn ich das jetzt so raustrage, dann wird das vielleicht nichts. Oder was ist denn, wenn es nichts wird? Und ich habe so laut erzählt, ah, wir wandern nach Portugal aus. Und dann habe ich gedacht, ja. Es gibt so viele Menschen gerade, die sich mit dem Gedanken tragen, auszuwandern, woanders zu leben. Und ich möchte das gerne mit dir teilen, um dir zu sagen, warum das so wichtig ist, dass du diesem Ruf folgst. Ich gehe jetzt mal wieder hier rüber, weil ich jetzt durch diesen Schatten gelaufen bin. Also ich war hier und ich bin jetzt hier so ein bisschen in dieser Zerreißprobe. Ja, eigentlich bin ich jetzt gerade hier. Und auch das wird kommen, wenn du dich mit dem Gedanken trägst, auszuwandern. Natürlich kommt das. Natürlich sind es nicht nur
die Wow-Bilder, sondern natürlich sind es auch immer wieder kleine Stiche vielleicht im Herzen, die dich daran erinnern, dass es vielleicht ganz so leicht doch nicht ist und dass du vielleicht ganz so leicht doch nicht einfach aufbrichst, sondern dass es sicher Sachen geben wird, die du vermissen wirst. Und ja, und ich möchte das hier teilen, weil mir dieses Konzept der Heldenreise jetzt gerade so unendlich hilft und ich arbeite ja danach auch mit meinen Klientinnen. Und zu wissen, so in dieser Zerreißprobe bin ich auch nicht alleine. Und wenn ich die gemeistert habe, wenn ich es ausgehalten habe, in diesem Feuer der Veränderung stehen zu bleiben und zuzuhören, auch den kleinen Dämonen und den manchmal immer noch ganz schön großen, die sich jetzt in dieser Situation zeigen, dann kommt wieder das Licht. Es sei denn, ich gehe zu schnell los und ich höre nicht zu, dann kommt vielleicht das Scheitern. Und auch das Scheitern ist ein Teil davon. Und ich plädiere auch dafür, Scheitern als ein Geschenk zu sehen, denn wir können so viel lernen dabei. Leider ist es in unserer Gesellschaft sehr negativ konnotiert, Scheitern. Du kannst ja mal nicht reinspüren, was passiert in dir, wenn du das Wort hörst, Scheitern. Also warum bin ich jetzt gerade in einer Zerreißprobe? Weil es offensichtlich so aussieht, als wenn es wirklich klappen könnte, als wenn es wirklich so wäre, dass unser Haus in Portugal uns gefunden hat, beziehungsweise unser Haus im Süden uns gefunden hat und das steht jetzt eben in Portugal, es steht im Alentejo und wir möchten dort einen Heilort aufmachen mit Pferden und ich möchte dort Retreats anbieten, die ganz tief gehen, die dich ganz tief berühren werden und mich mit Sicherheit auch. Und ja, und diese Zerreißprobe besteht in allererster Linie darin, dass unsere Kinder nicht mitkommen, denn die sind erwachsen und die haben ja ihren eigenen Lebensplan und ihren eigenen Ruf. Und da jetzt loszulassen, das ist so unfassbar schmerzhaft und eben auch zu sagen, wow, ist das jetzt die richtige Zeit? Unser Jüngster ist 20 Jahre, wird 20 und ist das jetzt richtig, ihn alleine zu lassen? Und ja, genau, also das ist so diese ganz große Zerreißprobe. Und dann gibt es so diese kleinen Dinge. Zum Beispiel bin ich heute Morgen spazieren gegangen und die Vögel haben so schön gesungen und ich habe mich gefragt, gibt es das in Portugal eigentlich auch, dass die Vögel so laut singen? Beziehungsweise also an diesem Ort, natürlich gibt es das in Portugal, aber an diesem Ort gibt es das, dass die Vögel so ein schönes Konzert machen? Und ja, und es gibt, und das ist eben nach dem Scheitern, so viele Opfer, die wir bringen müssen, damit es weitergeht, damit wir dem Ruf unseres Herzens wirklich folgen können. Und die Opfer, die bringen uns dann vielleicht wieder oh, erstmal in den Schatten. Aber wenn wir sie dann gebracht haben, wow, dann können wir einen Riesenschatz heben. Der Schatz, dieser Schatz, das wäre jetzt für uns, für mich, dieser Heilort mit Pferden, an dem ich alles verschenken kann, in was ich je gelernt habe an Wertvollem in der Begleitung von Menschen und an dem ich auch mit den Pferden sein kann, direkt am Haus. Und das ist ein Schatz. Und auf der Heldenreise ist es immer wieder wichtig, dass wir uns dann mit diesen Bildern, die uns ursprünglich gerufen haben, dass wir uns immer wieder damit verbinden, wirklich ganz tief. Und dass du vor dir siehst, so wie ist das und du siehst es nicht nur, sondern du gehst mit allen Sinnen da rein. Und wenn du gerade auf einer Heldenreise bist oder vielleicht bist du gerade noch in der Phase, wo du den inneren Ruf hörst, vielleicht ganz leise, und dann setz dich hin und schenk dir Zeit. Schenk deinem inneren Ruf Zeit, das wünsche ich dir so, so sehr. Und wenn du schon unterwegs bist, dann wünsche ich dir, dass du dich immer wieder
mit deinem Bild verbindest und dass du riechst, schmeckst, hörst, was damit verbunden ist und dass du ganz tief eintauchst. Ah, ja, und wenn du dann angekommen bist am Ende deiner Heldenreise, dann ist es ganz wichtig, dass du nicht gleich weitermachst, sondern dass du dir Zeit schenkst für den Rückblick. Dass du zurückschaust und sagst, das war meine Heldenreise, das war meine Heldinnenreise und das habe ich gelernt. Das habe ich über mich erfahren, das habe ich über andere erfahren, das habe ich über den Ruf meiner Seele erfahren und das habe ich übers Scheitern erfahren. Das habe ich über meine Werte gelernt und über meine Bedürfnisse innehalten. Ja, ich wünsche dir, dass dir das etwas geben konnte, wenn du jetzt gerade vielleicht unterwegs bist auf deiner Heldenreise oder noch gar nicht. Und ich werde dich jetzt immer wieder ein bisschen mitnehmen auf meine Heldinnenreise, um das einfach zu teilen, um das mit dir zu teilen, um dir zu zeigen, wir können uns aufmachen, wir können uns auch noch mit Mitte 50 auf den Weg machen und was komplett Neues machen. Und ja, die Dämonen kommen und ja, wir bringen Opfer und ja, es geht. Wenn dir diese Folge ein kleines bisschen gegeben hat, dann danke ich dir, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, eine Bewertung, wenn du mir auch ein paar Zeilen hier drunter schreiben möchtest, das wäre ein ganz großes Geschenk. Und wenn du mir folgst. Alles Liebe, deine Katrin.